gegen Würzburg, das haben wir auch gerade gehört, muss die 1 gegen 1 Verteidigung stimmen. Dann geht's los. Bei den Heidelbergern. Das ist ein Wahnsinnswert, übrigens diese 40 Drei-Punkte-Versuche in einem Spiel. Das ist wirklich ohne Worte. So, da geht der Ball hier in den Post. Und die ersten Zähler von Owen Klassen. Schönes Einwurfspiel über den Block, ganz simpel, aber wieder ein offener Wurf, der nicht reingeht. Und dann sind es schnelle Punkte für Würzburg, guter Start. Und das hat eben auch viel mit nicht vorhandenem Offensiv-Rebounding zu tun. Aber hier zum Beispiel haben sie einen Offensiv-Rebound. Und wieder Owen Klassen, diesmal wird er gedoppelt weggeholfen. Wird von Javon Bess und der bestraft das direkt. Hier in den ersten 5 Minuten fortgesetzt. Turnover von Mike McGirl und dann sind die Hände aber flink. Lassisi. Rebound ist bei Würzburg. Da ist ein ganz offener Wurf, ein ganz, ganz offener Wurf. Die Rückwärtsbewegung war, Washington völlig blank war hier. Schauen Sie mal, da ist im Umkreis von 5 Metern niemand. Carroll ist da extrem weit weg. Ja, da warten sie sehr lange. Der Ball geht durch wenig Hände. Am Ende kann man nichts dagegen sagen, wenn ein Spieler wie Washington sich gut fühlt. Und ja, dann nimmt er einfach den Wurf. Das war jetzt mal schnell zu Ende gespielt auf Heidelberger Seite. Akin Vargas. Wahrscheinlich macht das am Ende eh alleine. Ja, Stepback-Dreier. Und der fällt auch noch rein mit Ablauf der Uhr. Und zu Spielbeginn, auch direkt im Post. Gerade wenn er dagegen Kestelot spielt. Jetzt mal gut durchgesteckt. Isaiah Whaley. Aber Scoring ist noch wichtiger. Und der Dreier bleibt quasi nicht existent. 1 von 13. Dafür Würzburg mit wirklich sehr, sehr guter Quote von draußen. Das war jetzt schon der 6. Treffer im 9. Versuch. Das ist absolute Spitzenklasse. Noch einmal der nächste schnellen Ballvortrag zu unterbinden. Da sehen wir es nochmal von Washington. Im vergangenen Jahr in Frankfurt gespielt. Als ob er sagen wollte, jetzt reicht's mir. Attackiert einfach mal ältere Geschichten aufbacken. Schauen wir noch, was Hund da veranstaltet. Da wird die Mitte schön zugemacht, aber er findet die Lücke. Diesmal hat es funktioniert. Sehr schöner Pass. Und auch da wieder, muss man sagen, relativ gut verkauft. Das ist ja, der Kontakt ist ja da, das ist ja überhaupt keine Frage. Und dann hier ein Ballverlust beim Einwurf. Boah, da sehen sie natürlich beide richtig, richtig schlecht aus. Jetzt versuchen sie es mal im Post und Ugray mit dem technischen Fehler in der Ballannahme. Und dann geht's schnell. Schon eine halbe Ewigkeit her. Nochmal Kestelot. Einiges Drama noch sehen wollen. Aber nicht, dass ich sie jetzt hier wegloben möchte. Washington. Da ist der Ball dann mal. Javon
Bombes über die linke Seite. Starker Block. In Göttingen gespielt. Und der nächste Ballverlust. Kessen lässt sich den Ball einfach wegnehmen. Und dann sind es leichte Punkte für den aktuellen Mann des Spiels. Also das tut ihm nicht wahnsinnig gut, dass er hier von der Bank kommt. Keine Reaktion von ihm irgendwie in irgendeiner Form. Dänemark gespielt in der vergangenen Saison. Schöne Übersicht, der Block gegen Kestelot von Zach Seljas. Ah, da war schon Ukrai. Ja. Vielleicht kann man den Ball da noch über ein, zwei Stationen ein bisschen weiter, ein bisschen mehr bewegen im Würzburger Offensivspiel. Einfach nur ein Pass und Wurf. Das war ein offener Dreier und das war tatsächlich, man soll es kaum glauben. Und Livingston kriegt ihn noch unter. Schön, dass er auch da noch mal versucht, den Kontakt zu schinden. Und der zählt er oder zählt er nicht? Nächster Turnover. Livingston ist da. Easy Baskets. Auch wenn dieser Wurf jetzt daneben geht, aber der war natürlich sehr gut rausgespielt. Offener Wurf. Ich glaube, auf Kestelot kann man noch mit am wenigsten kommen lassen. Das ist einer, der von der Körpersprache her in jedem Fall da funktioniert, gut aussieht. Auch die Cuts zum Korb. Er geht zum Rebound. Er klaut Bälle. Unübersehbare Verunsicherung dieser Mannschaft. Hat natürlich durchaus das Potenzial, alles noch zu verschlechtern. Sowas kann man sehr gut gebrauchen, defensiven Einsatz. McGurl rennt sich fest und dann fällt Whaley der Ball nochmal vor die Füße. Und auch wenn er da ein bisschen lange parkt in der Zone. Aber er versucht mit gutem Beispiel voranzugehen, ist anspielbereit. Ah. Washington mit wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Tja, also irgendwie muss man sich im Heidelberger Spiel diese Selbstvertrauen zurückholen. Vielleicht kann man Hoffmann sich auch noch eingetragen in die Punkte Statistik. Damit haben alle gescored auf Würzburger Seite. Und es sind am Ende 33 Punkte. Würzburg gewinnt 87 zu 54.